Mann, die kicken hoffentlich gleich rein. Ich schlafe gerade nie länger als 3 Stunden. Profi-Tipp? Schlaflosigkeit kommt selten aus dem Nichts und THC als Behandlung funktioniert viel besser, wenn du dich um die zugrunde liegenden Probleme kümmerst. Hast du eine Ahnung, was dich aufwühlt? Gibt's an kalten Tagen was Entspannteres als eine Tasse Gras? Ah, oh, schön. Schön. Ich werde schon noch rausfinden, warum Matt lügt. Ja. Ich möchte ganz gerne Geld abheben. Aber ich habe ein Konto. Ich verstehe, warum Gabe sie so sehr geliebt hat. Ja, genau das habe ich auch gesagt. Also, ein bisschen anders gesagt. Aber genau das meinte ich auch. Alex ist ein 1. Naja, ich darf mich nicht wundern. Ne? Sie ist ja ein Überempath. Also, deswegen, sie weiß genau, was ich denke. Ich bin immer da für dich, falls du was brauchst. Danke. Oh ne, ich bin gleich was. Oh nein, ich war's gerade. Aua! Ich hab mich gehauen. Nein, hab ich nicht. Doch, am Tisch. Ich hab so. Bäm. Oh mein Gott! Wir sind auf einer Wellenlänge, du Überempath. Ja! Hau rein, Charlotte. Ich sollte im Blumenladen mit Mac reden. Ja, das ist eine große. Warte mal. Was war hier gerade? Ich habe währenddessen meine E-Mails gerade gecheckt. Das ist ja eine der Hauptquests, ne? Quests. Was war das denn? Quests. Ich würde aber ganz gerne erst einmal den Plattenladen. Mann! Wunderbar. Wieder die Warteschleife. Ich liebe das Lied. Endlich. Sagte kündigen. Kündigen. Armer Mann. Nicht weit. Ich kann mir vorstellen, dass Gabe sich darauf abfeiert, dass er es in die Zeitung geschafft hat. Ermittlung im Umfeld läuft weiter. Unterleiten, kündigen! Angestellter. Oh, das ist doch seine Schwester. Das arme Ding. Ach, dieses Mitleid nervt langsam. Sie hat sehr eilig. Steph wollte, dass ich im Plattenladen vorbeischaue, wenn ich Zeit habe. Und das machen wir jetzt auch. Wir sind letztens so durchgerusht. Steph wollte, dass ich vorbeikomme. Sie muss hier irgendwo sein. Lass uns doch einfach Freunde sein. Sieht aus, als würde Steph an einem neuen Projekt arbeiten. Hilfreich. In 5 was? In 10 was? Oder vielleicht in 15 was? Wie konnte Chrissy mich verlassen? Nach allem, was wir durchgemacht haben. Trennungsmusik ist schwer zu toppen. Aber vielleicht finde ich hier etwas, um ihn aufzumuntern. Wir können uns da nicht hinsetzen, wenn die Valkyrie da rumlauert. Moment, Chrissy? Mhm. Sie ist ein Hund? Auf
der mag Chrissy Klob sein. Oh, bitte rufe an, bevor meine Familie sich verliebt. Das hört sich echt bedrohlich an. Ey, Bro, hör mal. Ich sollte ihm sagen, dass jemand seinen Hund gefunden hat. Hey, du suchst doch nach deinem vermissten Hund, oder? Ich glaube, er ist in Todds Baumarkt. Ernsthaft? Oh, vielen Dank. Ich rufe da sofort an. Dann war ich noch nicht. Hi, ich rufe wegen des Hundes an. Chris. Immer weiter. Geht's ihr gut? Oh, Gott sei Dank. Ist sie bei Ihnen? Ah, toll. Aha. Ja, haben Sie vielen, vielen Dank. Kann ich Sie gleich abholen? Kein Stress. Vielleicht spielt sie mir ja mal was vor. Und? Danke nochmal. Chrissy und ich schulden dir was. Kein Ding. Woher wussten wir es? Ich hab gerülpst. Okay. Ich bin froh, dass Gabe sie überredet hat zu bleiben. Warte, achso, das ist die eine Liste da, gell? Achso. Hey, danke, dass du gekommen bist. Ich hab nur kurz Zeit, aber... Hast du mit Ethan geredet? Geredet ist etwas übertrieben, aber ich hab's versucht. Die Sache nimmt ihn echt mit. Aber nach unserem Spiel heute Morgen habe ich nachgedacht. Was, wenn Ethan auch so etwas braucht? Etwas, das Spaß macht, das ihn ablenkt. Sowas wie ein Lab. Was? Wie das, zu dem du und Gabe ihn mitnehmen wolltet? Ja, aber zugeschnitten auf ihn und Thanor. Er wird es lieben. Ja, sehe ich genauso. Aber du musst mir dabei helfen. Es muss ihn so richtig umhauen. Du hast doch einen von Ethans Comics, oder? Und? Was denkst du? Wen würde der berühmte Monsterjäger am allerliebsten bezwingen? Oh mein Gott, ich hab... Oh mein Gott. Der hat irgendwie Ähnlichkeit mit dem Typen aus der Schlucht, oder? Sturmbringer sieht wie ein würdiger Gegner aus. Ich stimme für ihn. Okay. Oh, ich muss jetzt wieder rein. Ich habe alles in meinem Notizbuch. Guck's dir mal an und hilf mir bei der Auswahl. Klar, ich schau mal rein. Also vom Gesicht her sah er aus wie den aus der Schlucht und es wäre, glaube ich, hilfreich für mich. Hey Leute, da bin ich wieder. Das waren Phone-Tipps mit ihrer neuen Single. Ich will mit Ryan reden. Gleich geht's hier weiter mit brandneuen Indie-Rock-Songs für euch. Aber zuerst ein paar Infos. Das Frühlingsfest steht vor der Tür. Oh. Anscheinend will Steph mehr als nur ein paar Entscheidungen von mir. Sie will, dass ich eine Bardin spiele. Füll deinen Charakter aus, Bardin. Oh mein Gott! Dann bin ich wohl dabei. Fangen wir mit meinem Namen an. Also bringt eure Freunde und Familie mit. Oder Team oder die Ex. Dieses Jahr ist alles möglich. Wie wär's mit einer Erinnerung an Ethans alte Freundin? Jetzt zu meiner Fähigkeit. Verzerrungsfeld klingt cool, aber heilende Serenade könnte am Ende nützlicher sein. Heilende Serenade, ganz klar. Wie habe ich Thanor kennengelernt? Heldenhafte Geschichte. In einer düsteren und stürmischen Nacht. Dieses Lab-Ding könnte wirklich funktionieren. Oh Gott, ich hoffe es. Ich habe gerade ein schlechtes Gewissen. Na.
Hallo, 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 hallo. Du, du, du. Da, 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 da. Ich sollte im Blumenladen mit Mac reden. Und das machen wir jetzt auch, nachdem wir das Telefon begutachtet haben. Ich frage mich, woran Steph arbeitet. Sieht cool aus. Ich sollte ihr eine Nachricht schicken, um herauszufinden und um mehr herauszufinden und gucken, ob ich helfen kann. Oh ja. Das hat nicht zufällig was mit deinem letzten Post zu tun, oder? Verflixt! Wenn es so eine Möglichkeit gäbe, das herauszufinden. Na gut, ich weise an. Was auch immer es ist, es sieht aus, als wäre, als wird es schockierend. Sei still, du. Okay. Oh, SMS ist. Steph. Hey, danke. Ich habe gesehen, was du mit LR. Vielen, vielen Dank, natürlich. LARP. LARP. Achso, ich denke, es wird Even gefallen, dass es Even gefallen wird. Ja, warte mal ganz kurz, ich bin gleich wieder da. So, ich bin wieder da. Warte mal, mal gucken, ob hier... Okay. Ich habe mir wieder was... essen wollte. Ich habe so einen riesen Hunger. Dieses Rumgeruckel ist irgendwie scheiße. Unschuldig ist. Warum verhält er sich dann nur so? Wie verhält er sich denn? Vielleicht kann ich sie dazu bringen, es mir zu erzählen. Hey, Riley. Alex. Hey. Ich weiß, du und Gabe wart befreundet. Wie geht es dir? Ich vermisse ihn. So sehr. Er war wie ein älterer Bruder für mich. Schön, dass er dich hatte. Danke, Alex. Wirklich. Wegen Ellen habe ich... Also, ich gehe mal wieder zurück. Ich hab jetzt gesagt, schön, dass er dich hatte, weil schön, dass du ihn hattest, ne? Dann wird es noch einen klar, jetzt hast du ihn nicht mehr. Und... ja... Also, ich finde es gut, wenn man dann den traurigen Leuten das Gefühl vermittelt, dass es halt auch wichtig für die Person war, dass du in deinem Leben warst. Und ja, also, ach, egal. Egal, alles gut. Ich muss los. Ich habe noch was zu erledigen. Okay. Ich kann ja gleich wieder zurück, oder? Ich wollte einmal wegen Eleanor. Ich hab da. Kann ich hier rein? Warte mal. Wo ist der Blumenladen?
gehe wieder zurück. Ist mir scheißegal. Ich mache das jetzt einfach. Hey, Riley. Alex. Hey. Der Streit zwischen Mac und Gabe wegen eurer geheimen Treffen. Es ging um deine Bewerbung fürs College. Ja. Nachdem Mac das erste Mal vor ihnen ausgerastet ist, wollten Gabe und Charlotte, dass ich die Beziehung zu ihm beende. Und nach all dem denke ich, dass sie recht hatten. Hat Mac Gabes Anruf ignoriert, sagt Mac. Glaubst du, er hätte Gabes Anruf ignoriert? Ich meine, meinst du, er würde so etwas tun? Ich will das wirklich nicht glauben, aber... Sorry. Ich bin noch nicht bereit, darüber zu reden. Ja. Verstehe. Es ist... nur komisch, dass er sich so verhält. Als würde er etwas verstecken. Er wollte, dass ich mit ihm durchbrenne. Was? Nach der Trauerfeier. Er hat nicht gesagt, warum. Aber er sah so schuldig aus. Ich sagte nein. Und dass es aus ist. Aber dann... Ich habe Angst, dass er was Schlimmes getan hat. Riley. Danke, dass du es mir anvertraut hast. Du verdienst die Wahrheit. Du und Eleanor steht euch nah, oder? Sie hat sich um mich gekümmert, seit ich klein war. Ich habe meine Mom nie kennengelernt, aber sie war immer für mich da. Was sagt sie dazu, dass du fürs College wegziehst? Sie freut sich. Ich glaube, sie will nur, dass ich glücklich bin. Das ist echt lieb. Sie ist die selbstloseste Person, die ich kenne. Sie hat Glück, dich zu haben. Danke. Okay. Ich muss los. Ich habe noch was zu erledigen. Okay. Hau rein! Ich habe tatsächlich auch eine Theorie, was passiert ist. Bis bald, ja? Ja, bis bald. Ja, wann immer du magst. Dass Mac abhauen will, finde ich ziemlich verdächtig. Ich wette, das könnte ich nutzen, um ihn Angst zu machen. Wo ist der Blumenladen, verdammte Kakaku? Okay, warte mal, der war doch... Hier ist der... Oh, wie hieß der? Also, wie... Musste aussehen wie Blumen. Wo sind die... Okay, warte mal. Er müsste irgendwo hier in der Nähe sein. Ist es das da hinten? Das ist das grüne Gebäude. Das ist es doch. Das ist doch der Blumenladen, oder? Ich dachte, das, der Blumenladen wird das da. Ach, das ist... Ach, da steht was anderes drauf. Okay. Ich wurde veräppelt. Wo ist der Blumenladen? Ich habe keine Karte. Das ist der Blumenladen. Oh, verdammte Scheiße, da versteckt er sich.
Eleanor? Sorry. Du musst dich nicht entschuldigen. Wie geht's dir, Liebes? Oh. Ich... Mir geht's gut, denke ich. Ich nehme es gerade so, wie es kommt. Gute Einstellung. Ist Mac hier? Er hat mir vorhin noch geholfen. Er ist gerade erst gegangen. Weit kann er noch nicht sein. Okay. Danke. Wo war ich gerade? Sie wirkt völlig verängstigt. Ich kann sie so nicht zurücklassen.